Ja, hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Marvel Battlelines. Ja, ich bin jetzt hier ein klein wenig überrascht. Das Halloween-Event der Sinister Six, das gibt es ja immer noch. Und da gibt es jetzt da unten. Ja, die will ich haben. Also, die will ich definitiv haben. Das heißt, wir machen das ganze Spielchen nochmal. Und dann schauen wir mal. Ich will die auf jeden Fall haben. Das geht so nicht. Also, sorry, aber da müsst ihr jetzt durch. Also, gucken wir mal, ziehen wir das Ding gerade nochmal so durch. So wie wir es, oh, wie wir es jetzt hatten. Ich bin dran, ja, das habe ich schon verstanden. Ziehen wir den da hinten drüber. Bam. Kommt er da mit dem Shield-Ding? Derselben vertikalen Linie, horizontal, vertikal. 210 Schadenspunkte zu. Ich könnte aber auch einfach den ersetzen. Und dann machen wir das doch mal. Nur so. Hä? Kollege. So, und dann kriege ich ja noch einen mit hinzu. So. So willst du das machen? Okay. Jetzt habe ich hier. Wir haben Zugang. Oh, ja, schon klar. Ich habe das Ding hier. Jetzt baller ich die beiden schon mal da weg. Die sind jetzt fort. So, und dann kann ich hier sogar gleich noch mit meiner verheerenden. Ja. Der Sieg ist wahrscheinlich. Der Sieg ist nicht nur wahrscheinlich, der Sieg ist uns sogar sicher, würde ich sagen. Ich könnte das jetzt. Ich mache es aber jetzt so rum. Was spielt er? Der spielt jetzt nochmal das Teil da. So, okay. Du bist dran. Ja, ist schon klar. Den will ich gar nicht spielen. Was war das auf derselben vertikalen Linie, ne? Oh, ja. Karte benutzen. Also vertikal ist das nach oben. Horizontal ist das normal so. Ich könnte natürlich den jetzt. Nö, ich mache das jetzt mal so. Und jetzt kriegt er da oben den Schaden noch. 210. Gucken wir mal. Jetzt setzt er den dahin. Alles klar. So, plus 2. Dann würde ich sagen, spiele ich mal Gwen. Dann seht ihr auch mal den Effekt von der Gwen. Nämlich zweimal, was jetzt übrig bleibt hier. Zack, einmal dahin. Und damit sind die. Oh, Rückzug. Haben wir einmal die Gwen gespielt, dann macht er schon gleich einen Rückzug hier. So, Level up. Bestätige ich sehr gerne. Zum nächsten Level. Weiter geht's. Jammer! Sollte relativ schnell funktionieren. Da kriegen wir auch schon wieder eine neue Karte, dann so wie es aussieht. Wir müssen ja noch eine neue Karte öffnen. Karte öffnen, und schauen. Karte öffnen. So, ich bin dran, ich weiß. Und ich fange jetzt an hier unten. Ja. Gleich wird auch langsam besser. Das wird schon, geht schon fast hier automatisch. Automatisch. So. Gleichi. Ja, der Kommunikationsfehler wurde noch nicht behoben. Ich spiele jetzt die hier. Ja. Na, wo setzt er denn hin? Da setzt er hin. Alles klar. Sehr gerne. Freue ich mich. Finde ich sogar cool. Ja, das ist jetzt natürlich ein bisschen ärgerlich. Aber ich kann den trotzdem ja mal entfernen, ja. Komm, wir entfernen den jetzt einfach mal. Der stört hier dann nur so. Oh, ist doch schon mal weg. Ist halt schade, dass ich nicht alle treffen kann, aber gut. Ist mir dann auch relativ Rille. Ja, ist ja gut. Und dann knall ich den anderen. Oh, das geht. Knall ich den auch noch weg. Das ist aber Hawkeyes Pfeil, ne? Ich will den gar nicht weggeknallt haben. Ich will jetzt hier das dort haben.
So, und jetzt müsste ich dann... Na gut, er wird jetzt den da blockieren. Okay. Und jetzt habe ich diverse Möglichkeiten, ne? Wobei, wenn er den da hinsetzt, dann muss ich auch aufpassen. Aber ich habe ja noch hier den Pfeil. Bedeutet also, das sollte... was macht das hier? Ja. Komm, setz mal den da hin, dann habe ich hier die Möglichkeit, noch zwei Dinge... Bam. So, jetzt... Was macht er jetzt? Was blockiert er? Er blockiert das dort. Okay. Und ich werde jetzt Folgendes machen. Ich bin dran. Was? Ziel erfasst? Wieso geht das jetzt gerade nicht? Okay, macht nichts. Dann hoffe ich mal, dass das funktioniert und ausreicht, um den wegzubekommen. 1100. Ja, das sollte reichen. Und damit ist dann Reno besiegt. Zack, bam, 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 bam. Da! Geil. So. Ah, zieh dich mal zurück, Kollege. Zieh dich einfach mal zurück hier. Freundchen, weg mit dir. So, was habe ich bekommen? Den Kree-Bomber. Toll, ich bin begeistert. Ich will diese andere Karte haben. So, jetzt haben wir den da. Okay. Ich will die andere Karte haben. Definitiv will ich den haben. Da freue ich mich schon drauf. Ist nämlich mega krank stark. So, Gwen spiele ich jetzt noch nicht am Anfang. Ich spiele jetzt erstmal die da. Warum habe ich nicht... Egal. Das war jetzt blöd gespielt von mir. Ist wurscht. Wie sieht es aus? Was sagt er? Kacke, das Schlachtfeld nicht von Verbündeten besetzt ist. Ja, das ist jetzt ärgerlich. Ich hätte den zuerst spielen müssen. Ja gut, okay. Wir lernen nach wie vor dazu. Wir lernen nach wie vor dazu. Dann müsste er theoretisch das andere blocken. Und dann kann er ja eigentlich nichts großartig mehr. Komm, wir holen uns hier. Wir holen uns das hier. So, dann gucken wir erstmal, was jetzt bei rauskommt. Ich brauche ja hier Steinchen. So, alles klar. 3 von 6. Oh, das ist jetzt gut. Jetzt können wir gleich sagen, goodbye, my friend. Goodbye. Denn jetzt sind die beiden da oben weg. Bam. Und jetzt sieht die Sache schon ziemlich übel für ihn aus, muss ich sagen. Gibt jetzt... Komm, ich muss das hier mit der vertikalen Linie noch machen. Wird jetzt dazwischen platschen. Was ja auch irgendwo verständlich ist. So. Komm, wir machen jetzt erstmal das hier. Jetzt muss er den dazwischen setzen. Mhm. Jetzt kommt er mit dem. Ich bin jetzt dran. Oh, ich mache jetzt den da weg. Und dann... Was? Das hat nicht gereicht. Ehrlich, das hat nicht gereicht. Jetzt bin ich doch ein klein wenig überrascht. Nö, dann machen wir aus der vertikalen Linie. Horizontal, vertikal, ich muss jedes Mal immer noch überlegen. Aber das ist auch blöd. Komm. Wir machen jetzt erstmal das hier. Muss er den ja da unten hinsetzen. Genau. So, und jetzt... Ja, die Kürbisbombenlieferung. Aber was bringt mir... Ja doch, das bringt mir schon was, weil dann kann ich die zwei hier wegbekommen. Dann verliere ich zwar auch mein... Was?
Habe ich. Ich habe die falsch gesetzt. Ich werde bekloppt. Ich habe die falsch gesetzt. Ich werde bekloppt. Ich ziehe den jetzt mal hier rüber. Und hole mir jetzt erstmal die zwei. Alter, ich habe so. Das war jetzt blöde gespielt von mir. Das muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Es war nicht clever gespielt. ...59 Schaden zu. Denkt mir aber auch nichts jetzt. Ich muss jetzt ehrlich erst mal hier zusehen. So, jetzt muss er den da oben erstmal setzen. Ja, jetzt habe ich zwei Möglichkeiten. Hier oder da? Vertikal? Ja, jetzt krieg ich wenigstens schon mal die Diagonale hin. Die Diagonale. Das freut mich. Diagonale ist immer gut. Dann machen wir hier die 1210 voll. Und damit ist er erledigt. Bam. Den haben wir. Schnuggelchen, weg bist du. Goodbye, goodbye. Very, very nice. Bam. Sehr geil. Rückzug. So, und jetzt holen wir uns den letzten hier. Und dann haben wir nämlich auch das geschafft. Nochmal Level Up. Geil. Zum nächsten Level. Auf geht's. Jetzt holen wir uns hier den. Ich will den da unten haben. Ich will das da haben. Die Kürbisbombenlieferung. Und ich will den Kobold haben. So, starten. Auf geht's. Oh, jetzt. Nein, den Fehler mache ich nicht nochmal. Diesen Fehler werde ich nicht nochmal machen. Ich krieg jetzt zwei Charaktere hin. Das ist das Geile nämlich an dem. Du startest gleich mit zwei Stück. Und das, obwohl du nur einen gesetzt hast. Und das ist richtig, richtig nice. Ja, wir holen uns jetzt hier noch einen. Den wird er natürlich da hinsetzen, jetzt muss ich hier blocken, aber jetzt habe ich dadurch dann, also wenn ihr das seht, es war schon beabsichtigt so, er setzt den da hin und ich habe jetzt die Möglichkeit, ich muss ja blocken, das ist halt so, ja, und ja, und dadurch, dass ich den jetzt blocken muss, habe ich jetzt auch noch zwei Möglichkeiten, ich kann einmal hier die Lane machen oder ich kann hier die Lane machen, so. Das ist natürlich für ihn ziemlich doof. Und er wird sich jetzt denken, scheiße, das habe ich verkackt. Ja, jetzt schauen wir erstmal. Jetzt werde ich als allererstes mal den hier destroyen. Bam, jetzt habe ich auch die richtigen Felder getroffen. Und jetzt kommt noch Iron Man. Bam. Ich würde mal sagen, das war's für den grünen Kobold. Oder? 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 Nein, er lebt noch, er lebt noch, er lebt noch. Okay. Alles klar. He's still alive. He's still alive. Jetzt habe ich aber die nächste Möglichkeit. Entweder hier oder da quer rüber. So, ich mache jetzt mal und füge einem Feind auf derselben vertikalen Linie. Das ist wieder, das bringt mir in der Situation jetzt nichts. Deswegen hole ich hier jetzt Gwen herbei. Und die wird jetzt auch nochmal richtig schön Schaden verursachen. Nochmal 400 rechts, 400 links. Okay, oh, das habe ich übersehen. Das habe ich jetzt tatsächlich, aber es macht ja nichts. Ich kann ja jetzt hier eine Dreierlane machen. Eine vertikale, Diagonale. Nö, die setze ich jetzt nicht ein. Bin doch nicht bescheuert, die setze ich nicht ein. Willst du mir jetzt sagen, ich kann es nicht anders, da? Das ist mir dann aber auch. Okay, dann ist es mir egal. Dann klatsche ich jetzt die hier weg. Dann verliere ich tatsächlich drei Stück, ich weiß es. Aber nee. Ich verliere die drei Stück und dann kann ich mal den nächsten Angriff machen, nämlich diesen diagonalen Angriff. Und den kann ich jetzt nicht machen.
Und das ärgert mich gerade. Das ärgert mich gerade richtig. Scheiße. Ich kann nichts machen. Ich kann nicht noch eine Karte wechseln. Karte wechseln bringt mir nichts hier. Hawkeye. Ja, den, die muss ich behalten. Vertikale Linie. Ich wechsle jetzt die hier. So, jetzt habe ich ihn. Das war's. Kaboom. Ja, Mann. Rückzug. Ja, was anderes bleibt dir da jetzt nicht mehr übrig, ne? Ich muss sagen, Pech gehabt, Kollege. Und da. Nein! Habe ich jetzt nur den bekommen? Ich wollte doch das Ding haben da unten. Das hier. Was will ich denn jetzt? Ist das jetzt euer Ernst? Da ist er, der Kobold. Was macht er denn überhaupt? Nächstes Mal durch das Abwerfen der Kugel 108 Schaden für in allen Charakteren neben dem Ziel 150 Schaden zu. Den Kobold nehme ich jetzt mal. Ja, ist ja gut. Ja, ist ja gut. Den setze ich jetzt mal hierfür ein. Ist doch ein bisschen schade. Okay, schade. Was gibt's denn noch? Hier gibt's irgendwas mit Gilden? Keine Ahnung. Gilde beitreten. Empfohlene Gilde. Nuggernaut. The Order. Ich habe keine Ahnung. Ich geh's einfach mal hier rein. So. Keine Ahnung. So, dann gehen wir hier in die Startseite rein, in den Shop noch. Also, ist, ja, irgendwie habe ich das falsch verstanden, scheinbar. Ist aber jetzt egal. Mein Gott, dann haben wir halt jetzt mal das Ding zweimal drin. Auch nicht schlimm. Was haben wir denn hier? Für 1200, den haben wir ja schon. Oh, was ist denn das? 1500. Oh! Oh! Mrs. Marvel! Ja, da würde ich doch mal sagen, die hole ich mir mal, oder? Die Mrs. Marvel bestätigen. Also nice. Mrs. Marvel. So, der da oben macht ja meiner Meinung nach nicht wirklich viel Sinn. So, was haben wir hier unten noch? Kann man da noch irgendwas machen? Hab ich sowas? Was ist das? Okay, das funktioniert. Ach, da oben hab, sieht man nichts. Okay. Dann habe ich sowas hier? Nö, null. Okay. Black Cat, Hydra-Spion. Ja, ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher. Ich gehe jetzt mal kurz auf die Startseite. Und jetzt gehen wir noch einmal ganz kurz hier in diesen Kampagnenmodus rein. Ich glaube, eine Kampagne ist noch offen, ne? Stage 3 vom Avengers Tower. Den hole ich mir jetzt noch schnell. Da haben wir wenigstens das da noch mit drin. So, Amora, beherrsche deine Gier und zieh dich zurück. Welten stehen auf dem Spiel. Diese Welt kümmert mich nicht. Scourge, der Executioner, wird sie zerstören, wenn ich es befehle. Und... Ja, Herrin, wessen Blut soll ich vergießen? Scourge, der Executioner... Willst wohl mein Blut vergießen, Kollege? Werde ich dir aber nicht erlauben. So. Koste die Schneide der blöde Blood Axe. Ja, ist ja gut. Nein, danke, kein Hunger. Alles klar.
Dann spatzen wir den mal schnell weg hier. So, hier fangen wir mal an. Nein, ich habe wieder den Fehler gemacht. Scheiße. Alter. Manchmal bin ich schon echt... Das war nicht so gut. So, jetzt muss er den da... Ja, ist ja gut. Enchantress. Alles klar. Mit was kommt er jetzt? Okay. 1000? Was denn nur 1000? Ist das dein Ernst jetzt? 970, das war... Scourged Executioner. Das ist jetzt wirklich ärgerlich, ne? Aber komm, wir machen das jetzt erstmal so. Ich krieg den schon noch. So, ja. Dunkelelf soll... Was macht der denn da? Wie schlecht spielt er denn gerade hier? 970. Er könnte jetzt natürlich... Ist das dein Ernst, oder? 160 bis 180 Schaden. So, jetzt muss er ja eigentlich das andere Ding da blocken. Der ist jetzt schon mal weg. Den hast du jetzt eingenommen, okay. Schön für dich. Wie viel Schaden machen wir denn jetzt hier mit Gwen? 740 wären das, das wären immer noch 970. Ich werde jetzt einfach den da oben wegballern. Und danach setze ich hier unten Gwen hin und dann ist das Ding ziemlich schnell gelaufen. Ich meine, okay, das reicht jetzt in der Situation noch nicht, um das Match zu entscheiden, weil er wird noch ein paar Leben haben. Aber, es ist gleich rum. Ich spiele nicht länger mit ihnen. Ich greife mit all meiner Kraft an, Herren. So, dann bin ich mal gespannt. Was ist denn deine Kraft? Toll. Du heilst den da oben. Juhu. Ich bin hellauf begeistert. So. Hier oben krieg ich plus 3. Und jetzt hätte ich sogar noch Tor. Ja. So. Auf der gleichen vertikalen Linie. Auf der gleichen vertikalen Linie. Dann setze ich den jetzt mal so. Und die drei können nochmal angreifen. Und jetzt ist er weg vom Fenster. Jo. Den Scourge, den haben wir mal einfach so weggespatzt. Die Splitter außergewöhnlich und benutzt von jemandem, der in jeder Hinsicht gewöhnlich ist. Gewöhnlich? Wer hat denn den Kerl mit der Axt erledigt? Ein loses Mundwerk, was? Gut, dann wollen wir deine Splittermagie einem härteren Test unterziehen. Mach doch. Level up! So, was habe ich jetzt bekommen? Was ist es? Was kriegen wir jetzt hier? Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. So, Iron Man. 400 zusätzliche Anführer HP erhöht in jedem Zug, in dem du mehr als 4 kosmische... Das Aufkommen kosmische auf dem Feld um 1. Okay. Ja, das ist ja der hier. Okay. Heilungskelch Asgards. Heile das Ziel durch Medizin aus Asgard um 300 HP. Als Nebenwirkung ändert sich der Angriff des Ziels auf 200 nach Gebrauch aus diesem Kampf entfernen. Ja. Okay. Schön. So, Avengers Tower Kapitel 2 werden wir dann das nächste Mal machen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch einfach mal einen Daumen nach oben da. Schreibt mir was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet nächstes Mal wieder ein, wenn es wieder heißt. Marvel Battlelines mit mir, dem Herrn Guy. Schaut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.